Im Sommer dieses Jahres kam es zu einem massenhaften Fischsterben in der Oder, wo wirklich tonnenweise tote Fische aus dem Fluss geborgen wurden. Wir sind deshalb hier mit einem deutsch-polnischen Team von Greenpeace und wir nehmen sowohl Wasser als auch Bodenproben, um herauszufinden, woran die ganzen Fische in der Oder eigentlich gestorben sind. Ich melde mich heute aus Ruda-Śląska in Polen, wo der Kohlebergbaukonzern PGG Abwässer über einen Seitenfluss in die Oder einleitet. Das Wasser kommt hier hinter mir aus der Pipeline raus. Es ist gräulich in der Farbe, es stinkt wirklich bestialisch faulig. Gemeinsam mit unseren KollegInnen von Greenpeace Polen nehmen wir hier heute Proben. Eine Sache ist aber bereits gesichert, der Salzgehalt ist hier enorm hoch. Historycznie już w Niemczech ta złota alga się pojawiła, ale też i plany dotyczące odtworzenia gatunków. Frau Moskwa und ich haben gemeinsam vorgeschlagen, dass die Überprüfung der Ursachen bis zum 30. September abgeschlossen sein sollte. Trotz Ankündigungen von beiden Regierungen ist nichts weiter passiert. Um der Sache weiter auf den Grund zu gehen, haben wir deshalb unsere Sachen gepackt und sind nochmal losgefahren. After several weeks, when people informed the local authorities, they started being interested in the topic. After media talked about it widely, and they checked the samples, took some samples from the water, checked it, informed that it was caused by nature and by algae, but it's not natural environment where the algae live. The water of the rivers that is sweet, not salty, that should be not salty. But it's salty because of the wastewater, so the man changed the environment and that caused the catastrophe in the Oder. And that's it, to be honest. The problem still exists. It's not solved yet. Wir sind hier in der polnischen Region Schlesien unterwegs, fahren an mehreren Tagen, insgesamt 3 Tagen, unterschiedliche Spots an, untersuchen da besonders den Salzgehalt von Einleitungen aus der Bergbauindustrie in unterschiedlichen Nebenflüssen und Seitenkanälen der Oder und auch der Wisla, um zu schauen, wie stark verdreckt das Wasser eigentlich tatsächlich ist. Hohe Salzwerte haben im Sommer dazu geführt, dass sich eine giftige Algenart sehr stark vermehren konnte, was wiederum für das massive Fischsterben, was wir diesen Sommer gesehen haben, verantwortlich ist. Einleitungen wie hier aus der Industrie führen dazu, dass das Ökosystem extrem belastet ist und können dadurch natürlich dann, wenn im Sommer der Wasserstand sehr niedrig ist und die Temperaturen sehr hoch sind, zu Katastrophen wie der führen, die wir in diesem Jahr gesehen haben. For sure, there are no fish here. The second biggest Polish river was contaminated by waste waters, and the river connect our two nations. That's why we met to take some samples and to test water again. Dabei nehmen wir sowohl Proben von Bergwerken, die über Seiten, Bäche und Kanäle in die Oder fließen, als auch von Einleitungen, die in die Wisla fließen, ein weiterer großer polnischer Fluss.
We are in the Silesia region, is mining region in Poland. There are a lot of mines and coal plant powers, and many mines, they pour out wastewaters to the rivers, and we wanted to take some samples and test them. Unsere polnischen KollegInnen gehen davon aus, dass im nächsten Jahr auch die Wisła eventuell ein Massensterben wie die Oder in diesem Jahr sehen könnte. Denn auch die Wisła ist stark belastet und auch hier werden immer wieder Einleitungen von Industrie und eben gerade auch vom Bergbau in den Fluss weitergeleitet. Solche Wert von den Saat gehört, sehe man nur in Brackwasser oder in Meerwasser und nicht in Flüsse, die wir besucht haben. Auf einer Pressekonferenz in Warschau haben Greenpeace Polen und Greenpeace Deutschland ihre gemeinsamen Untersuchungsergebnisse zum Fischsterben im vergangenen Sommer in der Oder vorgestellt. Unsere Ergebnisse zeigen dabei ganz deutlich, dass die polnische Bergbauindustrie und hier besonders die Konzerne PGG und JSW SA dafür verantwortlich zu machen sind. Über Seitenkanäle und Seitenflüsse leiten beide Konzerne sehr stark salzhaltiges Abwasser in die Oder ein, was wiederum zu dem großen Fischsterben im vergangenen Sommer geführt hat. Wir fordern deshalb jetzt strengere Grenzwerte für die Abwässer, eine lückenlose Gewässerüberwachung, einen Ausbaustopp für die Oder, die Renaturierung und die Schaffung eines Naturschutzgebiets im unteren Oderbereich. It may happen in every Polish river because the system of protection is broken and it doesn't work. We need to repair it, we need to have efficient monitoring system of quality of water in the rivers. It doesn't exist now.